Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Schulen sind zu, 2 Meter Abstand zu jedem Mensch. Man soll sich nicht in grossen Gruppen treffen und am besten von zu Hause aus arbeiten. All diese Massnahmen werden getroffen, um die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus 19 zu senken, damit Spitäler nicht überlastet werden mit schweren Fällen, damit das Gesundheitssystem nicht völlig zusammenbricht. Wir reden über Zahlen und was man zusätzlich machen kann, damit Viren im Rachen weniger Chancen haben, unser Immunsystem zu knacken. Social Distancing, so lassen sich alle heute verschärften Massnahmen zusammenfassen. Es bedeutet, dass man Abstand halten soll, dass Menschen nicht zusammenkommen sollen, ausser es ist nötig. Dazu kommen alle Hygienevorschriften, immer wieder Hände waschen und in die Arme beugen und zu Hause bleiben, wenn man Symptome wie Fieber hat. Das alles hat vor allem ein Ziel, man will verhindern, dass unsere Spitäler unter der Last von schweren Fällen zusammenbrechen. Wir treffen den Infektiologen der Klinik Hirslanden. Die Gefahr, dass unsere Spitäler überlastet werden, schätzt er als real ein. Wir sind vielleicht 2 Wochen später dran mit der Epidemie als Italien. Und wir sehen sehr dramatisch aus Norditalien, was in diesen Spitälern abgeht. Und wie bereits Kapazitäten völlig ausgeschöpft und überlastet sind in diesen Spitälern. Und es gibt eigentlich keinen Grund, zum sich da in Sicherheit wiegen und sagen, das ist Italien und das wird bei uns nicht so sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns ähnlich rauskommt, ist da. Und das macht dann natürlich das Ganze umso dringender, dass wir uns jetzt vorbereiten und die Spitälerkapazitäten schaffen für solche Patienten. Da ein Modell von der Interaktiv-Redaktion vom Tagesanzeiger publiziert. Hätten wir gar keine Massnahmen getroffen, wären in kurzer Zeit fast alle krank geworden. 800'000 milde Fälle gleichzeitig, Ende April 130'000 schwer oder kritisch Erkrankte. Über 70'000 würden sterben. Das würde die Schweizer Spitäler mit nicht ganz 2'000 Betten auf Intensivstationen komplett überfordern. Es würde heissen, es sterben noch mehr Menschen, weil nicht alle können behandelt werden. Mit den heute verschärften Massnahmen hofft man aber auf so ein Szenario. Nicht mehr als 4'000 Infizierte gleichzeitig, die Zahl der schwer und kritisch Erkrankten bleibt mit einigen 100 Fällen auf tiefem Niveau. Das Gesundheitssystem bricht nicht zusammen. Allerdings infizieren sich nur rund 20% der Bevölkerung und im Herbst nehmen die Zahlen wieder zu. Wegen der Kapazitäten auf den Intensivstationen werden weniger dringende Operationen jetzt schon verschoben. Es warten schwierige Entscheidungen auf die Ärzte. Ob jetzt jemand eine Knieprothese im März überkommt oder im April überkommt oder im Mai oder noch später, ist vielleicht etwas weniger wichtig als jemand, der eine Herzoperation haben muss. Wobei gerade die Herzoperationen in der Regel dazu führen, dass Patienten eine gewisse Zeit nach der Operation auf der Intensivstation verbringen. Und da haben wir ein bisschen ein Dilemma, oder? Dass wir einerseits Intensivbetten brauchen, um Patienten mit Coronavirus zu behandeln, die schwer verlaufen. Andererseits wollen wir ja auch nicht Patienten, die herzkrank sind, gefährden mit einer Verzögerung von Operationen. Also das wird eine nicht ganz einfache Güterabwägung sein und Entscheidung, welche Patienten brauchen jetzt die Operation dringend und welche kann man hinterher schieben. Handwaschen und zwar mit Seife, weil Coronaviren eine Fettschicht haben und die Seife die zerstört. Das ist sehr wichtig, meint die ETH-Biologin Viola Vogel. Um Infektionen zu verringern, können wir aber auch zum Beispiel den Rachenraum pflegen, damit nicht zu viele Coronaviren tief in unsere Lungen kommen. Da hilft Zahnpasta. Jeder von uns putzt hoffentlich mehrfach am Tag die Zähne. Und normalerweise spucken wir das seifige Wasser sofort aus. Warum nicht mit diesem Wasser im Moment gurgeln? Es sollte helfen, diese fetthaltige Hülle von Coronaviren aufzubrechen. Selbst wenn wir nicht alle aufbrechen können. Dies ist natürlich keine Garantie, dass wir nicht krank werden können. Aber es gibt uns eine Chance, zumindest die Zahl der Viren, die es in unsere Lungen schaffen, zu reduzieren. Die
Atemwege haben grundsätzlich gute Selbstreinigungsmechanismen, feine Hörli, die dank Schleim Fremdkörper transportieren. In den Lungenblösli hat es zum Beispiel Fresszellen, die Viren beseitigen können. Und dort unten haben wir spezialisierte Immunzellen, Fresszellen. Und alles, was da unten ankommt, ob das nun synthetische Partikel sind, ob es Rauchpartikel sind, ob es Feinstaub ist oder ob es Viren sind, müssen da unten aufgefressen werden. Und diese Zellen haben eine sehr begrenzte Kapazität zu fressen. Darum sind Raucher anfälliger auf den Virenangriff. Für ein gutes Immunsystem sollte man sich zusätzlich gesund ernähren und von außen eine Sonne und Bewegung haben. Das wär's gsi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Mehr Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie bei uns auf der Homepage gerade unten eingeblendet. Ich wünsche Ihnen viel Geduld in den kommenden schwierigen Tagen und bleiben Sie gesund. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden.